Wir sind heute hier in Hilden in der KUKO-Werkzeugfabrik und diskutieren Zuwanderung nach Deutschland, Chancen für die Wirtschaft, zusammen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verbänden und gehen der Frage auf den Grund, welche Rolle und welchen Beitrag kann die deutsche Wirtschaft leisten bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation und den Zuwanderungsbewegungen nach Deutschland. Dann haben wir gesagt, ja, was können wir denn als Industrie machen, um Leute zu integrieren, denn die beste Integration kommt über den Arbeitsmarkt. Wir haben dann so ein bisschen Hürden des Arbeitsmarkts kennengelernt. Also Mindestlohn ist sicherlich eine Hürde. Dann haben wir eine andere Hürde, das ist die Vorrangsprüfung. Das heißt, jeder EU-Bürger muss vorher einen Arbeitsplatz kriegen, bevor ein Flüchtling eins kriegen muss. Und da muss sehr, sehr viel gemacht werden. Wenn ich mir die Geburten anschaue, wenn ich mir die Auszubildendenzahlen anschaue, wenn ich die offenen Lehrstellen anschaue, wenn ich die Betriebsinhaber anschaue, dann ist mein erstes Zwischenergebnis, wir brauchen Menschen. Über die Geburt kriegen wir sie nicht. Wenn wir die großen aktuellen Migrationsströme nicht hätten, hätten wir 2025 aktuellen Prognosen ungefähr die Bevölkerungsgröße Hessens, die am Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stünde. Wir können nicht die Boote in der Ägäis stoppen und fragen, wer hat jetzt hier einen Hochschulabschluss oder eine duale Ausbildung? Da geht es einzig und allein um die Frage, brauchen wir unsere als Europäer Unterstützung, ja oder nein? Das große Problem sind Deutschkenntnisse. Ich habe selbst Einstellungstests gemacht mit Lehrlingen, die wir ausbilden wollten. Die haben die Fragestellung gar nicht verstanden. Wenn mir dann ein Meister sagt, Mensch, das, was da heute wieder gekommen ist, deutsche Sprache, dann sage ich, hören Sie mal, Sie hatten 8 Volksschuljahre. Was Sie da in Goch sprechen, ist gar nicht Deutsch. Das ist so ein Ostholländisch. Ja? Also die sprechen überhaupt gar kein ordentliches Deutsch da. Ja? Und der erzählt mir, dass man dann also ordentlich Deutsch sprechen muss. Natürlich müssen wir es machen. Da muss man dran arbeiten. Aber wir reden über Ausbildung. Da muss man manchmal ein bisschen tiefer anfangen. Und sicherlich in dem einen oder anderen Beruf hat es auch deutliche Abstiege gegeben. Wir haben immer die Erwartungen, die wir äußern. Ja, wir erwarten, ja, die integrieren sich. Ja, wir erwarten, die wollen arbeiten, ja, wir erwarten, die wollen sich bilden. Was wollen denn die Menschen, die kommen? Das ist eine leere Erwartungshaltung. Dieser Aufstiegswille, dieser Geist, sich was erarbeiten zu wollen. Wissen Sie, ich als Liberaler glaube ehrlich gesagt, dass das die allermeisten Menschen auf der Welt in sich tragen. Und zwar egal, ob welcher Kulturkreis, welcher religiöser Prägung und so weiter die kommen. Bei uns gilt die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und die Menschen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, die kommen meistens aus einem ganz anderen kulturellen, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. In der dynamischen Gesellschaft werden sie Fremdheitsgefühle haben. Und dann redet man als Gesellschaft und sagt, wo, was akzeptieren wir, wo muss sich vielleicht auch eine Veränderung angestoßen werden, aber sie werden Fremdheitsgefühle haben. Das ist normal. Wenn sie die nicht hätten, dann wird ihre Toleranz ja nie getestet. Am Ende der Diskussion nehmen wir mit, die Zuwanderungsbewegung nach Deutschland ist eine Riesenchance und ein Riesenpotenzial, gibt Perspektiven nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern für die gesamte Gesellschaft. Wir nehmen aber auch mit, dass es noch einige Baustellen gibt, die angegangen werden müssen, politisch, gesellschaftlich, was Integration angeht, was Sprachförderung angeht, was Bildung angeht. Und diese Herausforderungen müssen einfach schnellstmöglichst und akut angegangen werden, um bestmögliche Lösungen zu finden.